Moin aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und es ist schon komisch, die ganze Zeit sitze ich hier auf meinem Schreibtisch. An meinem Schreibtisch. Und es kommt nicht ein einziger Flieger. Kaum starte ich ETS 2 und will aufnehmen, sind sie wieder da. So, wir wollen uns diesen ganzen Scherz hier mal angucken. Vielleicht finden wir unterwegs auch eine Fracht, die wir irgendwie mal machen können. Ich schalte mal nach draußen. Dann gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Okay, da stehen ein paar Häuser. Mal sehen, wo wir hier langfahren. Ich hätte ja gesagt, ich wollte nach Mitte rein, dass wir uns das mal so ein bisschen angucken können hier. Ich glaube, wir versuchen gleich mal irgendwie darüber zu kommen. Nächste Wendemöglichkeit kommt bestimmt. Ja, wie gesagt, wir gucken uns hier noch ein bisschen auf der Berlin-Map um. Ich fahre hier jetzt einfach drüber. Hier sind ja noch so zehntausende Straßen, wo man aktuell noch gar nicht reinkommt. Eine Kante. Hier geht, glaube ich, dann später noch mal eine Straße los. Wir fahren jetzt hier einfach mal rüber. Oh. Hoppala. Da lag was im Wege. Versuchen wir hier runter zu fahren. Okay, das war also eine scheiß Idee, da lang zu fahren. So, wieder auf der normalen Straße unterwegs. Nee, ich hatte irgendwo, als wir hierher gefahren sind, auch den Fernsehturm gesehen. Wir ignorieren jetzt auch mal ruhig rote Ampeln hier. Mal hier rein. Gucken mal, was wir hier alles so zu sehen bekommen. Aber es scheint so, als sei der Alex und so weiter hier in dieser Version noch gar nicht drin. Oh, hier sind Straßenbahnschienen. Guck mal an. Ja, ich weiß, ich habe meinen LKW kaputt gemacht. Schon sehr nice, sehr viel Arbeit und da hinten sind Baukräne. Tour de Berlin am Sonntag. Ja, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Bin auch heute ziemlich angepisst von dieser scheiß S-Bahn. Überall Schienenersatzverkehr. Für diese popeligen paar Meter zur Arbeit, wo ich sonst, ich sag jetzt mal 20 Minuten verbrauche, war ich heute über eine Stunde unterwegs. Oh. Fahren wir trotzdem rein. So.
So, da hinten ist eine Ampel, da geht es auch irgendwie weiter, aber. Kann ich hier über die Wiese fahren, ohne mir was zu zerschreddern? So. Ja, das ist ein bisschen chaotisch, ich weiß. Ich weiß. Mein LKW ist auch kaputt. Ja, wir sollten uns auch mal irgendwie wieder eine Fracht suchen. Das heißt, ich werde mal irgendeine Firma anfahren. Da mal gucken. Alter, jetzt kostet aber auch jede Ampel Geld hier. So weitermache, bin ich bald arm. Ach, ich habe ja hier auch schon eine Million. Mein Gott. Jetzt kann ich, warum ich so sparsam mit dem Geld umgehe, wenn es um Garagenkauf geht. Mein 16. Gang ist hier mir abhandengekommen. Ich finde ihn nicht mehr. Ich glaube, das wird eine schöne Map. Ich bin wirklich gespannt auf das nächste Beta-Update hierfür. Alter, ich muss mal meine Arme lüften, glaube ich. Boah, schwüles Wetter draußen, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo wir hier jetzt hinkommen. So, wie gesagt, ich suche mir mal eine Fracht raus. Ich würde sagen, wir fahren mal irgendeine Firma an. Gucken mal, was wir da kriegen können. Und das fahren wir dann richtig schön lecker in der nächsten Folge. Ist doch eigentlich eine coole Idee, würde ich mal jetzt so sagen. Aber erstmal sollten wir irgendwie in eine Werkstatt. Schon ein Kreuz mit den Flugzeugen. Den ganzen Tag hörst du keine, aber wehe, du willst was machen als ganzen Tag, wie die fliegen. Aber hier ist jetzt wieder so unheimlich viel Gegend. Das ist so. Ja, ich hätte fast gedacht, Richtung Spandau. Spandau raus, Richtung, ne, und so weiter. So. Ja, alles nur Gegend hier, ne? Wasserablaufrinne. Kann das vielleicht mal aufhören zu regnen? Wo hinter uns ist ein Auto? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinfahren. Aber eine Garage, nee, eine Werkstatt scheint es hier nicht zu geben. Ne? Doch, da, guck mal. Da fahren wir jetzt hin, reparieren unseren LKW. Und dann gucken wir mal, was wir eventuell mal für eine Fracht fahren können. Das wäre auch mal was.
Aber wie komme ich da hin? Ist nach vorne mal rechts weiter. Was muss das hier für eine Schweinearbeit sein? Ich hätte nicht vom Gaspedal gehen sollen. Ja, hier geht es nur zu einer Garage. Das war jetzt eine Scheißidee. Fahren wir hier mal rechts rum. Vielleicht mal rechts mal gucken, ob wir da zur Werkstatt kommen. Wir brauchen eine Werkstatt dringend. Eine riesen Sandfläche. Guckt euch das an. Da wird noch viel gebaut, würde ich sagen. Aber ich will jetzt trotzdem eine Werkstatt. Die müsste doch hier irgendwo sein. Verstehe es nicht. Na, eben gucken. Wo sind wir denn? Da ist eine Firma auf jeden Fall. Ach, guck mal. Da wäre die. Das heißt, fahren da hinten dann links. Da kommen wir dann hin. Guck an. Siehste, das machen wir. Haben wir doch dann ganz gut gefunden, ne? Genau, da ist das Hotel. Ist ja auch interessant gebaut hier. Aber wo die Schienen dann bleiben, weiß niemand, wa? Die Schienen ins Nichts. So, du bist mir gerade egal. Ich habe genug Geld. So.
kostet wirklich jede Ampel Kohle hier, du. Jede rote Ampel kostet Geld. So, ich muss mir gleich noch irgendwas zu essen suchen. Harre, harre. Ja, gleich haben wir es geschafft. Wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht den Daumen runter. YouTube ist egal, da zählt nur die Aktion. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Alter. So, ansonsten freue ich mich natürlich auch über Abos. Abos sind für euch kostenfrei. Ihr zahlt da also nichts für, könnt ihr jederzeit beenden. Und wenn ihr zusätzlich die Glocke klickt, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues auf meinem Kanal gibt. Ja, in diesem Sinne, da sind wir bei der Werkstatt angekommen, werde ich jetzt den LKW reparieren. Und ich würde sagen, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, sehen wir uns morgen früh an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut und habt noch einen schönen Sonntag. Bye, bye.